Oh, ihr Götter! Wieso habt ihr Dere diesen Scheußlichkeiten überlassen? Sie sind überall. Ich höre ihr feuchtes Schlurfen. Ich kann sie in dunklen, feuchten Ecken sehen. Die Tentakelkröten. Alut Fadur. Die Menschkröten. Die Krötenmenschen. Tentakelkrötenmenschen! Uega, ihre tropfenden Tentakel, sie liebkosen ihre Kinder und die, die es werden sollen! Silberschöne Schwimmhäute seidiger Schwammigkeit, ihr Schritt auf mondhellem Sand, knirsch, plitsch, Wega Galk zu Limniu. Wega Karaptorat. Kelbara kannte Elborn gut. Doch die Stadt hatte sich seit der Zeit Oberns verändert. Die Esplanade der Genüsse roch anders. Es war nicht mehr der Geruch von Rauschkräutern, Schnaps und Wein, der die Straßen erfüllte. Sie roch Zimt, Nelken und Orangen, und die Bewohner nannten sie jetzt die Esplanade des Friedens. Dieselben Aranier, die früher die Moguli bejubelt und auf das Königspaar von Aranien geschimpft hatten. Nun waren sie plötzlich wieder gute Bürger des Reiches, die ihre Stände auf dem Basar hatten oder in der Garde der Stadt dienten. Sie hatten tatsächlich ihren Frieden. Selbst Iphemia von Naruabad, sie war gar zur Sultana von Elborum ernannt worden, da sie Demione rechtzeitig verraten hatte. Doch Kelbara würde man wohl ewig jagen. Die Magier aus der Schule der Schmerzen galten allesamt als verdorben und wurden in allen 12 göttlichen Landen gesucht. Hatte sie sich mehr als der Schmied dort drüben zu Schulden kommen lassen? Oder die Händlerin, die ihre Melonen feilbot? Kelbara hatte die Kapuze ihres Mantels tief ins Gesicht gezogen, um ihre auffällige Tätowierung zu verbergen. In dieser Stadt würde sich vielleicht entscheiden, ob sie je wieder ein Leben führen konnte, in dem sie keine Angst mehr haben musste, am nächsten Galgen aufgeknüpft zu werden. Es war ein merkwürdiges Gefühl, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Jetzt, wo die Leute sie nicht mehr fürchten, sondern verdammen und jagen würden. Ihr habt euch erholt und die ersten Strukturen für Yanka aufgestellt. Mit zahlreichen neuen Ideen für die Stadt kann auch hoffentlich der letzte Sündenpfuhl aus den alten Tagen von Oron aufleben. Diese Stadt war ein schwarzes Leuchtfeuer in dieser hellen neuen Ära und ihr habt es gelöscht. Vor 2 Jahren habt ihr mit Argos Schar die Halbinsel befreit. Nun sind eure Erfolge spürbar. Zeit, dass ihr wieder mit dem Schiff aufbrecht und den Verwaltern und Diplomaten die Aufgabe überlasst, für die sie ausgebildet worden sind. Kuntium. Das Tor zu den Tulamidenlanden könnte ein Ziel sein. Elborum, die weiße Stadt mit der neuen Satrapa Iphemia, die dem Mondsilberkontor treu ergeben ist. Oder aber auf der anderen Seite des Perikumagolfes die Stadt Beilung. Mit einem Schiff seid ihr mobil und Aventurien steht euch offen. Die Visionssuche von Zulamin lockt euch zu dem jetzt blühenden Feuerschlick in der weißen Stadt und auch das Bild zerrt euch in die Archive der Stadt Elborum. Doch am Ende entscheidet ihr, ob ihr eurem Schicksal nachgebt. Wir beginnen am 15. Rondra, 1031 nach Bosporans Fall. Yanka, Blauer Palast. Boltax schiebt sich gerade den letzten Pfannkuchen mit Sirup und Honig in den Bauch und liegt in all seiner Pracht auf dem Sitzkissen. Guten Morgen, Boltax. Oh, Abelmir. Sehr gut, sehr gut. Du lässt es dir wie immer munden. Natürlich, solange noch was da ist. Ach so, es ist nichts mehr da. Tut mir leid, du kommst zu spät.
Und zumindest einem von uns scheint es gut zu gehen. Natürlich. Ah. Es tut mir sehr leid, aber ich muss euch leider raben und abspenstig machen, Boltax. Ich hoffe, ihr seid mit den Fähigkeiten von Jalans Koch auch zufrieden, wenn wir wieder an Bord sind. Na gut. Warum bezeichnet ihr den Mann als meinen Koch? Habt ihr ihn nicht angeworben? Deswegen ist er noch lange nicht mein Koch. Ich verstehe. Boltax, ich muss keine Verantwortung für ihn übernehmen. Boltax, ich bin jedenfalls enttäuscht. Wie konntest du nur Frau Brutzens Kocherei so schnell vergessen? Oh, Frau Brutzen ist nicht hier. Wäre sie da, dann würde ich natürlich auch ihre Kekse essen. Ist ja nicht so, dass die schlechter wären als die Pfannkuchen. Aber gerade sind keine Kekse da, sondern eben Pfannkuchen. Ah, naja, wobei jetzt auch keine Pfannkuchen mehr da sind. Also, Was treibt euch zu diesem ungewöhnlichen Zeitvertreib, euch unnütz, nun ja, Naturalien in euren Mund zu schieben? Unnütz? Es ist ein wahrer Gaumengenuss. Also, Abelmir, ich habe wirklich mehr von euch erwartet, dass ihr die schönen Dinge des Lebens wertschätzt, wie gutes Essen und angenehmes Liegen. Aber offensichtlich. Ja. Maßhaltigkeit ist das Zauberwort. Maßhaltigkeit. Ach, Maß halten wir genug auf dem Schiff. Aber wir sind nicht auf dem Schiff, sondern in einem Palast. Da muss man doch auch königlich speisen. Nun ja, solange ihr nicht durch die Schiffsplanken bricht. Ach, das sind doch nur Gerüchte, dass Zwerge auf Schiffen immer schwerer werden. Ihr seid doch schon häufig mit mir gereist. Nun, wie ich eurem Gürtel entnehmen kann, habt ihr ein Loch weitergemacht. Ja, prächtig, nicht wahr? Oh, ich hatte schon seit Ilsur die Sorge, aber nein, alles wieder so wie es vorher war. Nun ja, dann wollen wir hoffen, dass die Vorräte reichen an Bord. Ach, aber sicher doch. Wenn nicht, kaufen wir halt noch was. Ne? Hier könnt ihr es klonken hören und euer Kaplan tritt durch die Tür mit seinem Holzbein. Ah, ihr Helden. Ich wollte jetzt mit unserer Kartografin den neuen Kurs festlegen. Wisst ihr schon, wo wir hinfahren als nächstes? Draußen ist zwar immer noch Sturm, aber den sollten wir wohl gegensteuern können. Kapitän? Nun, ich denke, Elborum wäre ein gutes Ziel für unsere nächste Reise. Ich glaube, dort können wir einige Geheimnisse entschlüsseln. Also gut, dann werde ich mit Averna sprechen, auf dass sie den neuen Kurs festlegt und ich uns eine Passage durch den Sturm suche. Elborum, jagt ihr immer noch diesem Rätsel nach? Ja, es lässt mir keine Ruhe. Ich verstehe nicht. Warum nehmen wir es nicht alles? Das Bild und die Karte und habt ihr nicht gesehen und werfen es im nächsten Feuerstempel in ein Feuer? Also die Karte sollten wir auf jeden Fall ins Feuer werfen. Wir können es Ach ja, tun. Wo wir gerade von der Karte reden, Boltax. Ja. Also ich weiß nicht genau wieso und warum, aber eines weg. Was? Was habt ihr damit gemacht? Wo? Wie? Was? Naja, also entweder hat hier einer von euch, was ich nicht glauben würde, einer von den Kurgan, was ich nicht glauben würde, weil die nie lesen können. Ja, was will unser Stamm auch mit Papier? Ja, also denke ich, das ist irgendwas Magisches. Mira hatte Papier im Mund, als sie ihre vor einigen Tagen deinen Rucksack durchwühlt hat. Fleisch war eingewickelt da. Weiß nicht, ob es das war. Er wird doch seine Karte nicht um einen Fleischbrocken geschlungen haben. Ja, richtig. Außerdem war das mein Fleischbrocken. Mira würde doch nicht meinen Fleischbrocken essen. Esst ihr nicht dasselbe Fleisch? Wir haben das sehr gut aufgeteilt, möchte ich sagen. Also soll ich jetzt mal gucken. Trotzdem, es ist eine billige Ausrede, Mira an allem die Schuld zu geben. Sie kann sich schließlich nicht verteidigen. Ich habe Mira in Aktion gesehen. Sie kann sich sehr gut verteidigen. Ja, auf jeden Fall ist die Karte jetzt weg. Dann untersuche ich das am besten direkt. Wo hattest du die Karte denn, Raphim? Ja, in meinem Rucksack. Okay, ich gehe mir das mal angucken. Werdet ihr jetzt 7 Stunden vor Raphims Rucksack sitzen? Wir wollen los. Nein, warum kannst du das? Warum machst du das nicht auf dem Schiff? Aber das ist doch jetzt... Das ist wichtig. Boltax,
warum machst du es nicht auf dem Schiff? Wir haben viele wichtige Dinge zu tun. Und Abelmir möchte ablegen, bevor das Wetter umschwingt. Na gut. Nun, ich schätze, Elberum ist gut auf dem Weg nach Kunchom. Wir könnten dort anlegen. Wir sollten vielleicht sowieso nach dem Rechten sehen. Nicht, dass die Gräume in dieser Stadt wieder... Nun, ihr wisst schon. Ja, Gräumsachen tun. Also, ich bin da, glaube ich, noch ganz willkommen. Also, mich hat zumindest keiner rausgeschmissen. Nun, wir werden sehen. Sulamin, ich hoffe, ihr habt eure Karte noch. Das hoffe ich auch. Versteckt sie gut. Ich bemühe mich. Naja, glaubst du wirklich, wenn das irgendwas Magisches ist, das Verstecken was bringt? Nun, ich denke nicht. Nun, seht es doch einmal so. Ohne alle Teile der Karte ist die Karte an sich doch sowieso nutzlos. Ja, außerdem, es muss ja was Magisches sein, weil... sonst müsste sie einer von euch genommen haben und ich weiß, das würdet ihr nicht tun. In der Tat. Also, dann gucke ich mir deinen Rucksack direkt mal an, wenn wir auf dem Schiff sind. Gut, ja. Packt eure Sachen und vergesst bloß nichts hier. Ich habe das Gefühl, dass wir länger nicht vorbeikommen werden. Ach ja, wo wir jetzt hier endlich fertig sind. Ich habe meinen Kurga ja Rüstung versprochen. Wo machen wir das? Wir können uns in Elberum einmal umhören, aber ich denke, wir werden in Kunchom ausreichend Bestand finden. Rüstung für... wie viele sind das noch? 45? Nicht mehr ganz so viele. 38, 37, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob der eine noch durchgekommen ist. Der sah schlimm aus. Nun, ich denke, Kettenhappen für so viele auf Lager zu haben, wird in Kunchom wahrscheinlicher sein. Wenn Glück haben, finden wir ein paar Lamellenpanzer. Habt ihr die mal gesehen? Natürlich habt ihr sie mal gesehen. Ja, aber außerdem, wir brauchen noch neue Äxte. Außerdem, sie sind ähnlich groß wie Raphim. Denkt ihr, man kann diese Hemden anpassen? Nun, je nachdem, wie sie gemacht sind, kann man für gewöhnlich die Nieten auftrennen und hier und da ein wenig erweitern. Es ist immer noch viel schneller, als ein neues fertigen zu lassen. Denn für ein einziges könnt ihr bei einem mittelmäßig begabten Schmied durchaus mit 2 Wochen rechnen. Und das ist Zeit, die wir nicht haben. Also, ein Kettenhemd braucht, wenn es ordentlich geschmiedet sein will, sagen wir, 5 Monate. Liegt aber auch daran, Boltax, dass die Ringe, die ihr Zwerge dafür verwendet, alle ineinander verschmiedet sind. Natürlich. Und halb so groß wie normale. Natürlich. Hm. Es muss ja ein gutes Kettenhemd sein. Zwergische Qualität. Man kann etwas schnell machen oder richtig. Ja, also, dann müssen wir jetzt aber auch neue Bewaffnung kaufen, weil die ist inzwischen auch im Arsch. Und das dann kein Ende? Nun, aber mir die Hälfte von ihnen hat nicht einmal Metallwaffen. Ich denke, zumindest so viel sollten wir ihnen geben. Aber ja, und die haben auch auf diesen riesigen Malma eingeprügelt. Ich denke, du weißt, was zu tun ist, Abelmir. Ach, wirst du das alle bezahlen? Richtig. Na, ihr, also hauptsächlich mein Kapitän. Natürlich. Der seid zufällig ihr. Ihr seid dafür gewissermaßen besonders qualifiziert. Prädestiniert, möchte man sagen. Das und Schicksal gut trainiert. Das Schicksal hat euch ausgesehen, dafür unsere Auslagen zu decken. Ja. Ja, wollen wir dann jetzt los oder wollt ihr noch hier irgendwas machen? Ich freue mich endlich der Stadt den Rücken zu kehren. Ich werde sie nicht vermissen. Auch keine Sorge, Diamantes, wir kommen bestimmt wieder. Ja, das habe ich befürchtet. Ich sehe nur, dass ihr euch freut. Sulamin, denkt ihr wirklich, wir können das Bild hier lassen? Nun, wir können es schlecht mitnehmen und ich teile euren Impuls, es einfach nur zerstören zu wollen. Aber ich befürchte, das wird das Problem nicht lösen. Wir könnten es aus der Wand schlagen. Wir können es auch zumauern. Wir könnten es auch zumauern. Ich denke, zumindest dies sollten wir tun. Oder zumindest dies sollten wir haben und beauftragen. Wie wär's, wenn wir diesen Raum zumauern? Das ist schwierig. Sind wir da nicht dauernd durchgelaufen? Eine Tür ist nicht schwer zuzumauern, nicht wahr? Naja, aber es ist ein Transitraum. Und vor allem könnte... Die Treppe geht doch dort durch. Und vor allem kommt eher jemand darauf, sich zu fragen, was dort ist, wo ein Raum sein sollte, als zu merken, dass der Raum eine Backsteinbreite zu schmal ist. Na gut, dann mauert sie halt zu. Wir können die Wand ja immer noch aufreißen, sollten wir aus irgendeinem Grund nochmal an diesem Bild schaffen wollen. Ach, jetzt... Da hängt doch ein Tuch vor. Reicht das nicht? Nein.
Stein ist besser als Tuch. Solche Tücher werden öfter einmal umgehängt. Außerdem hat Boltax recht. Ich denke, Stein ist eher in der Lage, irgendeine Art von, sagen wir, spukhafter Wirkung abzufedern. Kennt ihr nicht das alte Zwergenspiel? Stein schlägt Tuch, Stein schlägt Schere und Schere schlägt Tuch. Also macht ihr nicht nur schlechte Witze, sondern auch schlechte Spiele? Wieso? Das ist ein Klassiker, Abelmir. Ja, unter Zwergen vielleicht. Natürlich. Aber wie verliert man dann bei diesem Spiel? Ja, wenn man Tuch oder Schere nimmt. Aber wer würde das tun? Erstaunlich viele. Zwerge. Nun jedenfalls, ich habe außerdem Amane angewiesen, bei Rabenmond auf suizidale Tendenzen zu achten. Denn offensichtlich haben sich ja die früheren Visiras vor dem Bild umgebracht. Und auch wenn er nur Vogt ist, könnte es sein, dass er auf seine Art auch von diesen Auswirkungen betroffen ist. Dann ist es umso wichtiger, dass er so schnell wie möglich zumauert. Mhm. Richtig. Abelmir. Ja? Habt ihr eine Empfehlung für einen gewissen Magiebandenstein, den wir nutzen? Natürlich, aber er ist in der Schnelle und in der Menge nicht zu schaffen, fürchte ich. Sollten wir in Kunchom vielleicht eine entsprechende Menge ordern? Nun, ich schätze mal, um eine Mauer dieser Größe zu bauen, benötigt man etwa rund 200 bis 300 Steine. Nun, rechnet mit einer Größenordnung von etwa 5.000 bis 6.000 Goldstücken. Wird ihr das bereit auszugeben? Natürlich. Auf also, eurer Tasche? Ich denke, eine profane Mauer wäre eine gute temporäre Lösung. Und wir brauchen schnell eine temporäre Lösung. Aber sobald wir das Geheimnis dieses Gemäldes gelüftet haben, können wir, denke ich, auch über seine Zerstörung nachdenken. Na gut. Dann machen wir es halt halbherzig. Ja, aus. Hat einer von euch Rabenmund schon gesehen? Er sollte besser aufstehen. Schließlich steht seine Ernennung zum Vogt an. Er hat die Pfannkuchen gemacht, also ja, natürlich. Ach stimmt, natürlich. Wo sind die eigentlich hin? Ich habe mich schon den ganzen Morgen drauf gefreut. Ich glaube, Jalan hat die gegessen. Na. Ich halte dies für unwahrscheinlich. Das ist aber nicht nett von dir, Alan, dass du gar nicht teilst. Und ich hab auch immer noch Hunger, Rafim. Seltsam, nicht wahr? Rafim, ich weiß. Ich wollte die Schuld auf Jalan abwälzen. Es tut mir leid, das hätte gut geklappt, also. Ja, aber ich bin ja eigentlich eine ehrliche Haut. Verstehe, ihr habt euch nicht wirklich bemüht. Nein, genau. Können wir dann jetzt auf unser schönes Schiff aus dieser, nicht so schönen Stadt. Ihr meint aus diesem Drecksloch. Nicht böse gemeint. Also, es hat jetzt ja schon einen sehr schönen Chortempel, habe ich gehört, in der Stadt. Der wertet das natürlich ganz schön auf. Ja, in der Tat. Aber, also auch ich sehe, dass durchaus noch Luft nach oben ist in puncto Wohnlichkeit. Ja gut, also die Geweihte ist ja auch noch nicht da. Also wenn die Geweihte erstmal da ist, dann wird der Chortempel ganz wunderbar. Ja, ich habe Rabenmund schon angewiesen, sie willkommen zu heißen, dass er nicht überrumpelt ist. Aber es wäre wirklich schön, wenn sich eine Geweihte für den Tempel findet. Ja, da wird eine Schwester aus Al-Anfa kommen. Die sind, speziell, denke ich, ist ein gutes Wort. Nun, euer Tempel ist ja auch sehr speziell. Ja, es ist ein Punkt, ist ein Punkt. Nun zurück zu den Staatsdingen wieder einmal. Wie gedenkt ihr den Vogt zu ernennen? Öffentlich oder in einer Geheimsitzung? Öffentlich. Meine Briefe habe ich, nicht geheim, aber doch unter vier Augen verschickt. Aber ich finde, die Bewohner von Janka sollten wissen, wer hier in meiner Abwesenheit das Sagen hat. Und deswegen dachte ich mir, Rabenmund sozusagen, nun, mehr oder weniger wörtlich, von der Planke unseres Schiffes aus zum Vogt zu ernennen. Was? Vielleicht solltet ihr ein paar Ausrufer losschicken, damit sie nun ja Teile der Bevölkerung zusammenrufen. Zulamin, ihr müsst darüber nachdenken, ob ihr das wirklich von der Planke aus machen wollt oder nicht, wie üblich in einem Zeremoniestollen.
Ich fürchte, wir haben keinen Zeremoniestollen hier, aber ich denke, am Hafen können einige Leute zusammenkommen. Aber das mit den Ausrufern ist eine gute Idee. Ich denke, in Ermangelung eines Zeremoniestollens wird Angrosch uns verzeihen, wenn wir auf ihn verzichten. Na gut, aber dann müssen wir auf jeden Fall Rabenmund anweisen, einen solchen anlegen zu lassen. Was soll mit einem Zeremoniestollen? Er läuft doch voller Wasser hier. Nein, wenn er richtig angelegt wird, doch nicht. Rabenmund kann doch gut backen. Ich bin mir sicher, er kriegt das mit dem Stollen hin. Was hat denn jetzt Backen mit Stollen zu tun? Dalan, manchmal bist du schon lustig. Zum Schießen, ich weiß. So ein Fluchttunnel hinunter nach Paraina Bad wäre auch eine feine Sache. Ich verlasse mich der hier auf Avalmirs Expertise. Nun gut, Rastuls Atem weht und wir wollen ihn nicht warten lassen. Kommt. So brecht ihr vom Blauen Palast auf. Über die Gassen, die vom Nebel geklärt sind, könnt ihr in Richtung des Hafens nach Norden gehen und trefft auf dem Weg auch Wilbur von Rabenmund, der sich dort mit der einfachen Bevölkerung kurz unterhalten hatte. Ein kleiner Pulk aus 10 Leuten. Wenige Dinge, die er da zum Besten gegeben hat. Und auch wenn er schon weiß, dass er zum Vogt ernannt wurde, ist es doch wohl noch nicht offiziell verkündet. Aber wenn ihr dann mit ihm in Richtung des Hafens geht, wird sich dann die kleine Menge bis auf 20 Leute aufstocken. Ja, also Zulamin hat sich ein letztes Mal auf ihre Stute geschwungen. Und wenn sie Rabenmund sieht, ruft sie ihm schon aus ein paar Meter Entfernung zu. Ah, Rabenmund, einen wunderschönen guten Morgen. Ah, Visierer. Schön, euch zu sehen, schön, euch zu sehen. Ihr seid in der Abfahrt begriffen, nehme ich an. In der Tat. Ausgezeichnet, dann werde ich euch doch am besten begleiten. Merket auf, Leute, kommt mit, kommt mit. Es gibt eine Ankündigung. Zulamin hätte auch die Rondrianerinnen mitgenommen, so an den Hafen. Ja, die sind ja erst seit einigen wenigen Tagen hier, haben sich aber direkt gleich ziemlich gut etabliert und so kannst du Arike, Amane und Azila mit in Richtung des Hafens nehmen. Drillinge, die aus Aranien kommen, aus Nasirabad, und sie würden euch natürlich auch gerne begleiten, sind aber natürlich auch darüber im Klaren, dass in Aranien, in Oron, auch nur eine Frau regieren kann, darf, soll, muss. Und da du das Ganze verlässt, wird der Vogt ernannt, aber das einfache Volk wird natürlich nicht auf ihn hören, sondern dann auf die Rondrianerin. So könnt ihr es natürlich verstehen und begleiten euch ebenso, beziehungsweise werden dann in Janka zurückgelassen. Gut, dann gibt Zulamin ihr Gepäck irgendeinem von unseren Schiffsjungen, steigt vom Pferd und liebkost Janam noch ein letztes Mal und gibt dann die Zügel einer der Rondrianerinnen. Dann wartet sie, bis die Menge ein bisschen zur Ruhe gekommen ist und die anderen sich um sie herum aufgestellt haben, und wendet sich dann Wilbur von Rabenmund zu. Wilbur von Rabenmund, hiermit ernenne ich euch zu meinem Vogt in Janka. Wenn ihr das Amt annehmen wollt, so kniet nieder und verpflichtet euch, meinen Willen zu tun und stets zum Wohle der Gläubigen zu handeln, denn meine Göttin liebt die Menschen. Er kniet sich vor dir ab, blickt einmal in die Menge. Hiermit schwöre ich, der Visierer von Janka, Zulamin al-Shabra, die sie in den Gassen die Sphinx von Fasar nennen, die Treue zu halten und ihre Interessen in Janka zu vertreten, soweit ich sie kenne oder erahnen mag. Zulamin guckt kurz überrascht, denn von diesem Spitznamen hatte sie noch nichts gehört, aber dann lächelt sie Rabenmund zu. Ich nehme euren Schwur an. Und dann zieht sie von ihrem Gürtel eine sehr dicke Schriftrolle und überreicht sie ihm. Solltet ihr je im Zweifel sein, was ich an eurer Stelle tun würde, so mag euch dies vielleicht eine Hilfe sein. Und sollte irgendjemand in Janka Zweifel daran haben, dass euer Wort hier gilt, solange ich anderswo weile, stelle ich euch diese drei herrlichen Löwinnen zur Seite, auf dass sie eurem Wort Nachdruck verleihen.
Und sie nickt den drei Rondrianerinnen zu. Und Ravult! Ich habe vollstes Vertrauen in euch alle. Die Götter mit euch. Und Zulamin wendet sich ab und geht die Planke des Schiffes hinauf. Ja, derweil geht Wilbo von Rabenmund mit der Schriftrolle unter den Arm geklemmt in Richtung des Volkes. 20 Leute sind es nur, wenige Leute, die gehört haben. Aber noch einige Köpfe, die jetzt aus der Schenke rauslugen, auch wenn sie so ein bisschen abgemagert sind. Aber er ist gerade schon am Händeschütteln, hat er wohl das einfache Volk schon für sich vereinnahmt. Euch fällt auf, dass es wohl vielleicht so ein bisschen bestellt aussieht. Denn es sind vor allem eine ganze Menge Bauern aus Perainabad da, die vor allem Jala noch kennt, da er sich in den letzten paar Tagen während seiner Krankheit auch in Perainabad aufgehalten hat, bei dem Obstbauer. So könnt ihr nachher noch das Schiff betreten und eure Kabinen und Kajüten beziehen, beziehungsweise dann eine Offiziersbesprechung bei Abelmir machen, wo dann auch schon Hass, Wolf und Aviander warten. Wir sollten einen größeren Tisch hier anschaffen. Die wird ausreichen müssen. Nun setzt euch alle. Ich finde den Tisch ganz wunderbar. Er ist vielleicht ein bisschen hoch. Wir könnten ihn kürzen. Nehmt euch ein Kissen dort hinten. Oh und ja. Hier ist es zumindest um einiges heimlicher als im Palast. Heimlicher auch, was das angeht. In Janke haben die Wände Ohren. Nun, Kaplan, wie lange brauchen wir bis Elbrum? Und dann solltet ihr am besten die Kartografin fragen, oder? Ihr wisst es also nicht. Aviander, wie lange brauchen wir denn nach Elbrum? Nun, also laut meinen Berechnungen und den Sturm hat der Kaplan bereits eingeplant, werden wir wohl 17 Stunden fahren, beziehungsweise 17,3. Ich würde das einfach mal abrunden, auch wenn das nicht ganz genau ist, aber wenn ihr mich wahrhaftig nach den richtigen Ergebnissen fragt, so wären es 13,3. Also, es sind 13 oder 17? 17. 17, ah. Ja, verzeiht. Und das sind 171,5 Meilen. Zumindest, wenn wir so fahren, wie das der Kaplan vorgeschlagen hat. Wir werden also morgen früh da sein. Wahrscheinlich heute Abend noch. Beziehungsweise heute Nacht.